Moin moin Freunde und willkommen zurück zu einem weiteren Part Let's Play Assassin's Creed Brotherhood. Und ja, im letzten Part wurden wir von den Romulus-Clan angegriffen. Jetzt fragt ihr euch, was ist der Romulus-Clan? Ja, wir sind jetzt hier in einem der Verstecke von den Romulussen und müssen einen Romulus-Schrein finden. Das sind komische Leute in Wolfskostüm, die irgendeine Geschichte haben, die wir noch erfahren werden im Laufe der Story. Aber erstmal... Kann man den plündern? Nö. Müssen wir uns in deren Verstecken da zurechtfinden? Oh ja, da hängt ein Skelett. Ganz komische Bande, die Dudes. Wie ich finde. Und schauen wir mal, wie wir dann jetzt hier zurechtkommen. In deren Heim quasi. So, da können wir uns doch bestimmt dran festhalten, oder? Ja, hui, das war knapper als gedacht. Also wir hätten es schon gepackt, jetzt haben wir wieder einen Checkpoint. Perfekt. Könnte helfen, wenn ich stürze. Jo. Wird es auch, Ezio. Die 8 Minuten für die volle Synchronisation, um dieses Versteck abzuschließen, haben wir leider nicht geschafft. Auch wenn man denken könnte, ja, könnte ja einfacher sein, das erste Versteck von der Zeit her. Aber nee, ist schon echt happig. Und ja, ändern können wir es jetzt aber auch nicht mehr. Von daher passt das schon. So, da haben wir noch eine Borgia-Fahne. Oder ein Borgia-Banner, was wir eigentlich mitnehmen sollten. Perfekt. Ein Rückweg, wenn ich falle. Wir müssen erstmal hier lang. Das sieht gut aus. So, jetzt zieh dich da hoch, mein lieber Ezio. So, jetzt geht's hier lang. Und da weiter. Jetzt könnten wir nach links und nach rechts. Wir gehen natürlich erstmal nach rechts, um das Banner mitzunehmen. Eigentlich wollte ich die ja nicht sammeln, aber hey. Oh. Weißt du was? Scheiß auf die Kackbanner. Ich weiß nicht mal, ob uns das was wirklich bringt, wenn wir irgendwie 10 oder 20 oder 30 davon sammeln. Ich glaube, es bringt uns nichts, von daher scheißen wir auf die Banner. Auch hier in den Romulus verstecken. Außer uns wird es aufgetragen für die volle Synchronisation. Aber sonst scheißen wir da drauf. Und machen mit dem Verstecken einfach weiter. Und nehmen jetzt den linken Weg. So, haben wir da noch was? Irgendwie eine Kiste oder so? Ich glaub nicht, ne? Hier ist es! Der Schatz, den Schatz der Anhänger Romulus nehmen. Hier ist quasi diese Grabkammer und ja, in dieser Grabkammer sind Schätze zu finden. Viele kleine Kisten, aber auch eine große Kiste. Und die werden wir auch noch öffnen, aber erstmal öffnen wir natürlich die kleinen. Wo wir viele Tomaten finden, die sich anscheinend da wirklich gehalten haben, in diesen Ruinen hier. In den kleinen Kisten. Ohne Luft und Wasser und Sauerstoff und allem. Aber jetzt öffnen wir den großen Schatz. Die große Schatulle. Und was finden wir da drin? Schriftrolle 1 von Romulus. Ich lasse die Rüstung meiner Familie hier. Sicher eine der besten, die je angefertigt wurde. Möge sie dich, der du sie findet, im Kampf stärken. Andere Handschrift. Wir haben sie genommen und wieder hinter die eiserne Tür gebracht. Die 6 Schlüssel, die sie öffnen können, wurden unter unseren Brüdern verteilt. Wir werden sagen, sie komme von Romulus und sie werden sie anbeten. Zoomen, um Bilddaten zu sehen. Zack. Genau. Es gibt eine Rüstung des Romulus und dafür müssen wir 6 Schlüssel finden. Quasi wie Altairs Rüstung mit den Siegeln. Diese Schüsse öffnen die geheime Schatzkammer der Anhänger im Romulus. Karte öffnen, um bla bla bla. Ist quasi die Rüstung, auf der man in dem Spiel hinarbeiten kann. Diese tolle Rüstung, die wir jetzt auch zuletzt dann hatten. Aber ja, mehr auch nicht. Aber auch nicht weniger. Von daher werden wir natürlich auf die Rüstung
hinarbeiten. Diese Bande falscher Heiden terrorisiert die Stadt schon seit Monaten und treibt die Menschen in die Arme der Kirche. Wie praktisch. Genau. Ich vermute, die Borgia unterstützen sie. Doch Beweise dafür sind rar. Deshalb ist dieser Brief auch so wichtig. Hier ist er. Ich hoffe, ihr könnt ihn entziffern. Katzo! Schon wieder verschlüsselt. Dieser sollte doch eigentlich lesbar sein. Sie übermitteln sie mit einem Chiffrierblatt. Ohne das haben wir nichts. Manchmal ist Logik nicht der einzige Weg, eine Schlacht zu gewinnen. Andiamo, ihr sagtet, wir hätten Verbündete. Bringt mich zu ihnen. Folgt mir. Oh yeah, Machiavelli bringt uns zu unseren Verbündeten. Die Anhänger des Romulus. Roms Einkommen gesteigert. Ich glaube, den können wir hier noch nicht machen. Weil hier noch ein Borgia-Turm ist. Hier ist wieder ein Aquädukt. Oh, nutzen wir jetzt das Tunnelsystem? Jawohl, das sieht gut aus. Oder? Ja. Wir sind in letzter Zeit oft durch die Tunnel gewandert, um den Wachen auszuweichen. Aber viele der Eingänge in die Stadt sind zerstört. Durch diese Tunnel kommen wir schnell ans Ziel, ohne auf Widerstand zu treffen. Oh yeah. Super cool. Und wir müssen hier hin. Wer sind unsere Verbündeten in Rom? Ben trovato, Niccolo. Ah, Ser Ezio, welch Ehre. Fabio Orsini zu euren Diensten. Ich habe viel von euch gehört von meinem Cousin, Bartolomeo Dalviano. Ein feiner Krieger. Fabio lieh uns ein leeres Lager auf der Isola Tiberina. Ich weiß, dass ihr aus der Toskana bessere Unterkünfte kennt. Es ist perfekt. Bene. Dann beginne ich mit den Vorbereitungen für die Romagna. Noch kommandiert Cesare, meine Männer, aber bald sind wir hoffentlich frei. Nun schlage ich vor, dass wir den Angriff auf die Borgia planen. Oh, glaubt ihr, wir sind für einen solchen Angriff bereit? Ja. Wisst ihr zum Beispiel, wohin die Borgia Caterina Sforza brachten? Was? Dann wisst ihr auch nicht, dass die Borgia den Edenapfel haben? Wie konnten wir den Apfel verlieren? Also wisst ihr nicht, was unsere Feinde tun? Gibt es wenigstens einen Widerstand, der uns hilft? Kaum. Wir führen einen aussichtslosen Kampf gegen Cesares französische Verbündete. Wir haben ein paar Mädchen in einem Bordell, das von Kardinälen und anderen wichtigen Römern besucht wird. Aber die Besitzerin ist faul und feiert lieber Feste, als unsere Sache zu unterstützen. Was ist mit den Dieben der Stadt? Haben die eine Gilde? Sie. Aber sie wollen nicht mit uns reden. Ich weiß nicht warum. Was habt ihr jetzt vor? Neue Freunde finden. Oh yeah. Checkpoint erreicht, römischer Untergrund. 100% Synchro. Erinnerung synchronisiert, Sequenz 2 beendet, während wir herumdancen. Sehr schön. Rom in Ruinen. Das ist natürlich weniger schön. Und gleich geht's weiter. Der Krieger, der Liebhaber und der Dieb. Sequenz 3. Bartholomäus kennen wir ja noch. Der Krieger in Assassin's Creed 2, den wir damals gerettet haben. Hier gibt's einen Aussichtspunkt. Sehr schön. Neue Gegenstände bei Schmieden freigeschaltet. Neue Ausrüstung verfügbar und so weiter und so fort. Hier ist quasi unser Hauptquartier in Anführungsstrichen. Na, hier ist natürlich jetzt Instant Banner, natürlich. Aber erstmal nehmen wir den Aussichtspunkt hier mit. Und eine Tool zum Plündern, sehr schön.
wir könnten hier oben dann auch einsteigen, oder was? Oh, hier ist noch... Schatz des Romulus. Ein zweiter Schatz des Romulus. Ezios Unterschlupf, was können wir denn da machen? Wollen wir uns den mal angucken. Was gibt es denn hier? Ja, ich würde sagen, damit kann man leben. Aber momentan können wir hier nichts machen, wirklich. Cristiano? Mit dem Unterschlupf können wir, kann ich sehr gut leben. So. Und hier ist es natürlich clever, die Sachen zu renovieren. Direkt an unserem Unterschlupf. Was Besseres kann uns eigentlich gar nicht passieren. So, haben wir hier gleich einen Schmied. Sehr schön. Jo, was hat der denn für uns? Erstmal Sachen reparieren für 30 Flori. Und was kannst du uns noch anbieten? Römische Stiefel für 1100. Nehmen wir. Waffen. Wir haben ein normales Schwert gerade. Können ein Offiziersschwert uns holen? Nee, den Geschäftsauftrag beenden. Alles klar. Können uns aber ein römisches Langschwert holen. Lohnt sich meiner Meinung nach noch nicht. Messer würde sich schon fast lohnen. Wir können uns eine Armbrust kaufen. Geschäftsaufträge. Treue. Terrakotta-Gefäß, Totems und buddhistische Gebetsperlen. Ah. Das ist das. Okay. Das heißt, das sind die Sachen... Wie finde ich denn die Sachen? Ich habe kein Totem. Ah, also kann ich die doch behalten. Ich glaube, ich gönne mir mal ein Messer. Okay. Ist auf jeden Fall interessant. Okay, die Geschäftsaufträge, die hatte ich nicht mehr so in Erinnerung. Wir geben jetzt ein bisschen Geld aus, einfach damit wir hier in der Umgebung alles offen haben. Können ja auch gleich mit der Bank reden, wir sollten ja auch wieder ein bisschen was drauf haben auf der Bank. Investitionen können wir auch machen. Ich investiere auch mal hier in dieses Geschäft, einfach weil ich es kann. Geld abheben, zack, Buchführung. Ja, das müssen wir alles uns holen. Okay, wie wir die Geschäftsaufträge dann fertig machen, das werden wir dann sehen. Hier ist noch ein Doktor, den wir natürlich auch öffnen und renovieren. Natürlich. Und da hinten haben wir auch noch einen Pinsel gehabt. Ja, es gibt auch wieder Kleidergeschäfte. Zack, Roms Einkommen ist wieder gesteigert. Schön, dass du das kannst. Was ist das jetzt für ein komisches Zeichen hier beim Schmied? Ist auch keiner, ne? Naja, ich kann ja nicht alles auf Lager haben. Ja, ja, alles gut, Kollege. So, wo war jetzt der eine nochmal? Der Pinsel, den wir hier auch direkt im Umkreis hatten. Da, ein Schneider und ein Kunsthändler haben wir hier nochmal. Die machen wir auch mal. Die gibt es natürlich auch wieder. So. Den gibt es aber hier erst auf der anderen Seite. Und den renovieren wir natürlich auch. Wir renovieren natürlich alles, damit wir mehr Einkommen bekommen. Kunsthändler sind für uns, glaube ich, nicht so wirklich interessant. Vergesst nicht mein. Kann man Gemälde und Schatzkarten kaufen, aber puh. Ja. Kann man kaufen, muss man nicht. Kann man auch kaufen, zeigt uns halt die kleinen Schatztruhen an. Lohnt sich auch für 530, wie ich finde. Geschäftsaufträge, aber okay. Haben wir noch nicht. Bin gespannt, wie wir das dann hinbekommen. In den können wir auch investieren.
Aber das machen wir jetzt erstmal nicht. Das mit dem Investieren habe ich nie wirklich gemacht. Also da ist es für mich auch erstmal ein bisschen ein Neuland. 800 Gold haben wir auch nochmal übrig. Oder 800 Flori. Und dann haben wir auch noch einen Schneider. Oh ja, Kleiderfärben und Munitionsbeutel kaufen. Könnte man auch Zweihandwaffen tragen. Brauchen wir aber nicht, weil ich glaube ich nicht mit Zweihandwaffen kämpfen werde. Hier haben wir Assassinenweiß, wir haben Römischstein, venezianisches Azurblau, wir haben einen venezianischen Wein, Florentina Scharlachtrot, vergoldet Onyx, römisch und Purpurrot, Florentina. Das sieht schon ziemlich cool aus, oder? Kostet aber auch ein bisschen. Ich mag aber auch das Blaue. Man gönnt sich ja sonst nichts, ne? Das sieht schon geil aus. Komm, man gönnt sich ja sonst nichts. Yo, ich möchte meine Kleider darin färben. Ich finde, das sieht cool aus. Und man können wir auch färben. Können wir eigentlich gleich dazu färben. Man kann auch zwei verschiedene Umhänge haben, aber das passt am besten komplett in Blau dann. Und jetzt haben wir ein bisschen Gold Flori ausgegeben, aber oh. Sehen wir elegant im Blau aus oder sehen wir im Blau elegant aus? Natürlich sehen wir im Blau elegant aus. So, hier sind unsere ganzen Schätze, die uns angezeigt werden. Wir haben hier noch direkt im Umkreis einen Borgia-Turm, den wir jetzt mal umhauen. Ist ja direkt bei uns in der Nähe hier, bei unserem Versteck. Boah, wir sehen so edel aus. In dem Blau. Cool. Und da seht ihr schon, hier werden uns schon die Truhen angezeigt. Was zum Teufel soll das? Und das lohnt sich halt wirklich, weil in der Summe, wir haben 530 Gold dafür gezahlt. Schaut euch an, 199. Es wird sich so sehr lohnen. Aber der Borgia-Turm muss noch fein in diesem Part. Hoffentlich. Wenn der Hauptmann sich nicht anstellt. Und wenn der Weg nicht so krass weit ist. Sollte das jetzt noch klappen. Und dann geht es weiter. Dann werden wir uns hier Freunde suchen. Wieder Diebesgilde, Krieger und natürlich bei der Bordelldame. Schauen wir auch vorbei. Klassiker. Und nun geht's ins gesperrte Gebiet. Und da ist ja auch noch ein Schatz des Romulus, den wir... vielleicht machen wir den auch erst zuerst. Beim nächsten Mal. Ich weiß es noch gar nicht. Wie kommen wir denn da hoch? Ja, ja, Cesare Borgia. Endlich sollte ich den umhauen. Wie komme ich da hoch gerade? Auf den ersten Blick erschließt sich mir da gerade noch kein Weg. Guck mal, wir hören wieder so ein Geheule. Ah, hier erschließt sich mir ein Weg. Und dann falle ich runter. Und bin verwirrt jetzt hier. Ich will natürlich nicht direkt da durch die Wachen durchlaufen müssen. Sehr schön. Oh, hier ist aber ein großes Gebiet. Uiuiui. Ich fühle mich hier irgendwie sicherer, wenn ich hier oben langlaufen würde, tatsächlich. Oh, wir sind nicht so weit oben, ne? Hoffentlich sehen uns die Leute nicht. Wo ist denn der Hauptmann hier? Da ist er. Da unten ist er. Der Borgia-Hauptmann hier. Nein! Nein, 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 nein. Ihr seht mich nicht. Ihr seht mich nicht. Ihr seht mich einfach nicht. Oh nein, sie verfolgen uns. Wir sollten eigentlich relativ schnell zum Hauptmann kommen. Wo ist denn der? Der ist ja richtig weit unten, ne? Wie scheint. Oh. Der ist übel versteckt. Fuck. Egal, müssen wir jetzt machen. Ich glaube nämlich, der Hauptmann ist irgendwie hier drin. Als wenn er das nicht gehört hat. Wo ist denn der Lutscher? Oh,
Kann man hier noch tiefer runter irgendwie? Oh, kann man, ja. Alles klar, wie tief unten der ist. What the fuck? Läuft bei ihm auf jeden Fall. Leiter nehmen ist uncool. Wir haben noch nicht ganz umsonst hier unser Messer gekauft, oder? Nein, haben wir nicht. Bam. Bam. Ja, da ist der Hauptmann. Nein, der will fliehen. Lutsch meine Eier, aber du fliehst nicht. Kumpel, nein. Ja, ja, kommt ruhig her, ihr Lutschers. Euch knall ich alle weg, auf einmal. Mit meinem geilen Messer. Frisch gekauft für eure Köpfe. So, dann werden wir wohl im nächsten Part den Turm zumindest wieder anzünden. Ihr kennt das ja. Ihr kennt ja, wie das ist. Schön 900 Flori von ihm eingesammelt. Bei dem finden wir nur relativ wenig Floris. Alles im Rahmen aber. So. Hier soll irgendwie noch ein Schatz sein des Romuluses. Aber da haben wir jetzt auch noch den anderen Kram, ne? Ah, hier ist noch eine. Guck mal, die haben wir nicht gefunden. Die ist nicht auf unserer Schatzkarte. Ah, da müssen wir wahrscheinlich ins Versteck vom Romulus. Um den Schatz da zu finden. Zumindest gehe ich sehr stark davon aus. Was heißt für uns? Heißt es wieder hier rauszugehen? Ohne von Wachen gefunden zu werden, hoffentlich. Und dann werden wir im nächsten Part den Borgia-Turm anzünden, oder? Da sind wir doch Feuer und Flamme dafür, oder Leute? Sehr schön. Oh, den tricksen wir jetzt richtig hart aus hier. Schaut es euch an. Bam, wie wir ihn ausgetrickst haben und wie wir uns ausgetrickst haben. Fuck my life. Zack, jetzt haben wir den umgehauen. Jetzt ist nämlich der andere auch nur alleine. Und jetzt haben wir hier einfach beide umgelegt. Und jetzt können wir auch noch den Borgia-Turm in dem Part anzünden. Wir sind ja gleich hier. Haben die mehr Kohle dabei? Ja, ein bisschen, ne? Die dickeren Waffen haben auch ein bisschen mehr Kohle dabei. Aber nicht wirklich ausschlaggebend. So, komm. Hier kann man hochklettern, sehr schön. Oh, ich mag unser neues Gewand. Gefällt mir richtig gut. Oder was sagt ihr dazu? Gefällt euch das Gewand auch? Oder eher nicht so? Wir werden immer mal wieder, glaube ich, wechseln, aber bisher gefällt mir das hier ganz gut. Wir werden bestimmt ein paar Sachen hier anziehen. Ah, guck mal. Oh nein! Really? Oh nö. Das ist jetzt ärgerlich gewesen. Das ist jetzt brutal ärgerlich gewesen. Gut, dann gibt's den Borgia-Turm doch erst im nächsten Part. Da habe ich jetzt keinen Bock mehr drauf. Es tut mir leid, Leute, aber im nächsten Part zünden wir den Turm an. Ich hoffe, ihr seid dann wieder mit am Start. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao.